Gottfried Semper entwarf das Gebäude für die Oper, welche von 1871 bis 1878 im Stil der italienischen Hochrenaissance entstand. Der Zerstörung der Semperoper durch den Bombenangriff 1940 folgte zunächst die Fassadensicherung und ab 1956 der originalgetreue Wiederaufbau. Genau zum 40. Jahrestag der Bombardierung wurde die Semperoper feierlich wiedereröffnet. Außerhalb von Proben und Veranstaltungen ist die Besichtigung durch eine 45-minütige Führung möglich